Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance, der zweite Versuch. So, ja, wir reden gerade mit Thomas, dem Vorarbeiter der Mühle, und er ist ja im Streit mit Matthäus und Fritz. Und ja, er hat jetzt hier die Frage, ob er sich darauf verlassen kann, dass die zwei ihre Arbeit machen und dann gehen, wenn er sie in Ruhe lässt, und dann in der Zwischenzeit und auch währenddessen Julia in Ruhe lassen. Ehrlich gesagt, nein, sie haben genug von dir, oder? Ich werde dafür sorgen. Wir versuchen mal Ersteres. Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Und wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag ihnen das. Möge Gott über dich wachen. Okay, sprechen wir mal. Ups. Wenn alle rausgehen, könnte ich natürlich auch mal hier noch versuchen zu stehlen, ne? Vielleicht ist da ja auch der Schal drin. Ne, kein Schal drin. Da wird wahrscheinlich eher in dem anderen Ding drin sein, fürchte ich. So, sprechen wir mal mit Matthäus. Grüß dich, Heinrich. Hi. Ich habe mit der Tochter des Müllers gesprochen. Ich habe mit Julia gesprochen. Schade, dass ihr Vater nicht auf sie hört. Sie weiß über Thomas Bescheid, aber... Ihr Vater glaubt ihr nicht? Er meint, sie würde das nur sagen, weil einer von uns es ihr angetan hätte. Nicht, dass es mich stören würde. Jedenfalls ist sie schlau und wäre ein besserer Müller als die beiden zusammen. Ich konnte ihn umstimmen. Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl! Der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Okay. 175 Groschen. Mach's gut. So. Okay, bei ihr kann man nur noch stehlen. Wir reden nochmal mit Fritz. Freut mich, dich zu sehen, Heinrich. Ja, schön, auch dich zu sehen. Okay, wir können nur Übungen machen. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Hoffen wir, dass da jetzt ein bisschen Frieden einkehrt. Ich weiß nicht, ob wir es hätten schaffen können. Im Stehlen bin ich halt nicht gut genug. Dass wir bei ihm mal in der Tasche geguckt hätten, ob da der Schal zu finden ist. Aber dafür müsste man wahrscheinlich gut im Taschendiebstahl sein und das bin ich einfach nicht. Das sind nicht so meine Fähigkeiten hier im Spiel. So, dann geben wir jetzt noch die Hälfte der Summe an den Müller ab. Dass wir die Quest auch erledigt haben. Dann bauen wir mal so nach und nach die Quests ab, ne? Und dann hoffe ich, dass ich auch bald mal wieder nach Thalenberg kann.
so die Quests auch mal weitermachen können. Da droht mir aktuell ja noch Gefängnis. Das wird dann hoffentlich auch bald mal besser. So, weil ich versehentlich, statt vom Pferd abzusteigen, die Hunde auf jemanden gehetzt habe. So, hey Herr Müller. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Das sehe ich. Hast du das Geld? Natürlich, wir geben die Hälfte. Ja, der Kumaner hatte ein kleines Vermögen versteckt. Hört, hört! Dann her mit meiner Hälfte und die Sache ist erledigt. Bitte sehr. So. Wunderbar. War ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Gott sei mit dir. Ja, so. Das machen wir natürlich. Jetzt müssen wir noch nach Sasau mit Pater Franziskus reden. Oh, das war nochmal ein Unfall. Da müsste ich auch gerade mal gucken. Unfallort. Das ist nur Köter. Ne, sonst haben wir hier nichts, was wir mitnehmen könnten. Gut. Dann reiten wir mal weiter. Sehr schön. Dann klären wir das mal mit Pater Franziskus. So, wir haben wieder Bürger aktiviert. Mal einen Spezialisierungspunkt, fällt mir gerade ein. Kampf haben wir nichts. Fertigkeiten haben wir auch nichts. Ne, wir hatten nur einfach den Dings verbessert. Ja, Thalenberg. Rowana waren wir noch gar nicht. Scarlet haben wir einen recht guten Ruf. Mehr anzeigen. Thalenberg, Steinhauer haben einen guten Ruf, Waffenknechte eher semi, Ledetschko, oh, okay, Statistik, ne. So, dann gucken wir mal, wo wir Pater Franziskus finden, der müsste hier in der Kirche sein, ne. Dass wir die Köchin kriegen, für Hagen. Das wäre natürlich gut. Aber ohne Pater Franziskus geht da halt nichts. So. Ach so, dann könnte ich auch eigentlich den Schädel noch zurückgeben, ne? Fällt mir gerade ein. Wenn wir im hier jetzt eh in der Nähe in Sasau sind, könnte ich beim Kloster noch vorbei und den Schädel zurücklegen. Das wäre, glaube ich, auch nicht die dümmste aller Ideen. Ah, da haben wir ihn doch. Ich brauche deine Hilfe, Pater. Pater, ich brauche dringend deine Hilfe. Du, ich kenne dich. Du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds. Der Jawohl. Bin ich. Tut mir leid. Was wolltest du noch? Es mag seltsam klingen,
Aber ich bitte dich, nach St. Jakob zurückzukehren. Die Leute brauchen ihren Hirten. Nein, sicher nicht, mein Junge. Dorthin gehe ich niemals zurück. Warum? Es ist deine Gemeinde. Schämst du dich denn nicht? Du bist ein Heuchler. Sag mir, Pater, warum genau kannst du den Rataia-Pfarrer nicht leiden? Bist du ihm denn nie begegnet? Der kennt weder menschliche Gefühle noch Moral. Wenn er richtet, ist er unnötig grausam. Wird er jedoch getadelt, winselt er und beklagt sich. Er denkt nur an sich und seine eigenen Wünsche. Du hast recht. So ist er wirklich. Aber wie kannst du ihn verurteilen, wenn du dich aus Angst von deinen eigenen Schäfchen abwendest? Das ist etwas ganz anderes. Nein. Ja? Vielleicht für dich oder ihn. Aber die Menschen sehen das anders. Ihr seid beide schlechte Hirten. Das kannst du nicht ernst meinen. Ich bin ganz anders als dieser Ignorant. Am Echt? Ende macht es keinen Unterschied. Entweder ein Halunke als Pfarrer oder gar kein Pfarrer. Du hast eine Pflicht. Erfülle sie. Wer bist du, dass du glaubst, derart über mich richten zu können? Ich will nicht sterben. Wenn Herr Ratzig nach Skalitz zurückkehrt, werde ich ihm folgen. Nicht einen Tag eher. Wie du willst. Warum? Es ist deine Gemeinde. Warum? Es ist doch deine Gemeinde. Ja, eine völlig zerstörte Gemeinde. Außerdem habe ich Angst. Gott vergebe mir. Skalitz wird immer noch von allerhand Gesindel heimgesucht. Es ist dort nicht völlig sicher, aber die meisten von ihnen sind fort. Wie mein Vater zu sagen pflegte, warum sollte ich es wagen? Schämst du dich denn nicht? Würde dich mehr Geld überzeugen? Was, wenn sie dein Einkommen erhöhen? Würde dich das überzeugen? Mein Junge, ich erhalte den Zehnten von der Gemeinde. Und weil meine Herde derzeit aus nichts als Raben besteht, bleibt nichts für mich. Ich weiß. Deshalb habe ich etwas für dich gesammelt, damit du zurechtkommst, bis deine Schafe zurückkehren. Darum geht es also. Und wie viel hast du gesammelt? Dreihundertzehn? Zweihundertneunzig? Mach mal die 300. Also gut. Also gut. Das ist ausgesprochen zufriedenstellend. Und wo soll ich leben? Mein Haus in Skalitz ist sicher zerstört. Du kannst vor Ort in St. Jakob wohnen. Ich bin sicher, die Einheimischen werden dir ein Dach überm Kopf nicht verweigern. Nun, sie haben mich freundlich behandelt. Ich schulde ihnen etwas. Also gut. Ich gehe zurück. Danke. Die Leute von St. Jakob werden es dir nicht vergessen. Okay. Agnes lässt fragen. Wann gedenkst du, nach St. Jakob zurückzukehren? Wie bitte? Weshalb fragst du, mein Junge? Das ist jetzt ein bisschen widersinnig. Agnes ist in Ratei und will nicht für jemand anderes arbeiten. Sie wartet auf deine Rückkehr. Sie lebt? Der Herr sei gepriesen. Ich habe für sie und die anderen gebetet. Aber zurückkehren werde ich nicht. Sag ihr, ich bin gerührt, doch sie muss nach vorne schauen. Gott behüte dich. Okay. Lesen. Was kann ich hier lesen? Thomas Prokop. Ach so, das kann man lesen. Sarah Kanife. Wer bist du? Pater Fabian. Kann ich nur stehlen? Okay. Von Sünden freikaufen? Nee, das machen wir nicht. Das dachte ich ja mal, das könnte man hier ganz gut. Wenn man, oh, noch einer. Die lasse ich mal da. Wenn man, dass wir da dann die Schulden hier, oder unsere Schuld in Talmberg damit loswerden, aber das hat nicht funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, dann reiten wir gerade mal noch zum Kloster. Irgendjemand hatte mir nämlich geschrieben, ich muss unbedingt den Schädel wieder zurücklegen. Sonst kann mir das später mal Probleme bereiten. Deswegen legen wir ihn wieder zurück. Noch hat sich keiner beschwert, dass er weg ist.
Wenn wir eh gerade hier sind, bietet sich das ja an, ne? Dann haben wir nämlich... das auch erledigt. Sonst denke ich dann wieder nur dran, wenn ich es ewig weit weg bin. Oh, neue Stufe Reiten erreicht. Sehr gut. Zwar kein Spezialisierungspunkt, aber neue Stufe. Da kamen wir auch durch, ne? Da hoch ging das, glaube ich. Dann brauche ich gar nicht groß in die Kirche rein oder in die... in die, Ha. Das ist nicht so das, was ich jetzt gerade erhofft hatte. Dann müssen wir doch. Reden wir mal mit der Kuh. So, müssen wir doch den Weg hier wählen. Aber hier sind wir ja durchaus nicht ungern gesehen. Ich könnte beispielsweise auch gerade mal Sattheit 78. Ja, könnten wir mal einen Happen essen. Hier wissen wir, dass Johanka das gekocht hat. Das ist kein Fehler. Oh, wir sind ein bisschen überfressen. Aber gut. War das nicht da? Nee, hier war das. Schloss knacken tun wir hier mal nicht. Ups. So war das nicht gedacht. Kann ich den Schädel hier gar nicht zurücklegen? Questgegenstände. Habe ich den Schädel überhaupt? Inventar. Nö, ich habe den Schädel gar nicht mehr. Hab ich den verkauft? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Geschwindigkeit, ja, Gesundheit ist gut, Ausdauer ist auch gut. Vogelkäfige, Ringelblumen, Rüstungsset. Damit kann ich reparieren, glaube ich, ne? Tollkirsch, Wermut. Und hier im eigenen Inventar. Schaufel. Achso, auf die Karten müssten wir auch mal gucken, ne? Grieben haben wir noch. Ah, könnte ich noch essen oder verkaufen. Rüstung. Waffen. Also eine Schädel habe ich gar nicht mehr. Wie viel Geld haben wir? 1,3k. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Nö, okay. Dann kann ich den nicht zurücklegen. Karte lesen wir gerade mal noch. Das sollte ich vielleicht irgendwo im Hellen machen. Gut.
Ich glaube, ich gehe besser da hoch. Da komme ich auf jeden Fall vernünftig wieder raus. So, alles gut, Hundi. Bin wieder da. So. Bruder Pförtner. Mit dir brauche ich gerade nicht reden. Sind immer noch überfressen. Ich überlege gerade, ob wir hier nächtigen sollten. Wäre vielleicht gar nicht so das Dümmste, ne? Achso, ich wollte wegen der Karte noch gucken, ne? Lesen. So, Neuhof. Bei Neuhof ist was, da sind wir aber gerade nicht. Rattei. Rattei. Da sind wir gerade auch nicht, ne? Samopesch, wo ist Rattei? Talmberg, Roffner, Skale. Achso, Rattei ist hier unten. Stimmt, da sind wir aber gerade so gar nicht. Wie sieht's da aus? Uschitze. Irgendwo bei der Mühle. Uschitze, das war... Da oben. Okay. Dann haben wir noch die uralte Karte 4. Auch Rattei. Ah, das ist da, wo wir lang gekommen sind. Das wäre was für den Rückweg. Und das ist irgendwo bei einer Mine. Das müsste hier Skalitz wahrscheinlich sein. Okay. Nö, dann würde ich sagen, verbringen wir die Nacht hier im Gasthaus. Gönnen wir uns die zwei Kreuzer. So, da ist der Wirt. Reden wir mit ihm? Jesus Christus. Amen. Braucht irgendwie... Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank ist es ruhig hier. Gut. Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch was frei. Gut. Für wie lange? Eine Nacht. Für wie eine Nacht. Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Ja, ja. Feilschen tun wir natürlich. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Sind vielleicht aber nur drei Kreuzer, die wir da... Oder zwei Kreuzer. Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlagen. Ein Kreuzer oder 0,1. So, lass uns handeln. Da könnte ich meinen Grieben hier noch loswerden. Verkaufen den Wein. Brandwein. Grieben. So, die Sachen können wir mal. Den Schlaftrunk kann ich auch noch verkaufen. Retterschnaps. Den natürlich nicht. Lazarus-Elixier. Konservierungsmittel. Erhöht die Haltbarkeit von Speisen. Verkaufen wir. Gegenmittel. Hilft bei Vergiftungen. Okay, Bockblut war noch. Ausdauertrank. Ah ja. So, Warenkorb. Der Händler hat 150. Ja, da können wir noch feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Bestimmt. Nun, versuchen wir's. Einverstanden? Schon besser.
etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Hm. Machen wir 36. Ich wusste, wir werden uns einig. So, sehr gut. Dann sind wir die Sachen nämlich auch los. Dann haben wir die nicht mehr im Inventar. Und das hier ist mein Zimmer. Ja, dann würde ich sagen, können wir noch was in die Kiste packen. Die Schaufel könnte ich mal da rein tun. Dietrich, Fackel, Gegenmittel, Groschen. Den könnte ich. Weil den kann ich, glaube ich, noch nicht nutzen. Minimale Stärke 9. Habe ich, glaube ich, nicht, ne? Minimale Stärke 5. Moment, ich gucke mal, welche Stärke habe ich denn? 7. Ja, das ist das Problem. Aber dann können wir den da reintun, dann brauche ich den nicht mitschleppen. Waffen. So, den verschieben wir. Die Pfeile brauchen wir natürlich. Rüstung haben wir nichts. Nahrung. Den könnte ich mal da reintun. Questgegenstände, die brauchen wir noch. Sonstiges. Die Schaufel kann noch da rein. Die wiegt doch relativ viel. Truhenschlüssel, Türschlüssel, das behalten wir. Okay, Traum des Alchemisten. Ich muss mal gucken, habe ich das schon komplett gelesen? Lernen. Wie lange willst du lernen? Lernen wir mal noch 2 Stunden. Lernen ist immer gut, vor allem wenn es nichts kostet. Das ist dann richtig gut. Und solange wir noch lernen können, ist das auch gut. Verbessert Alchemie, sehr gut. So. Ja, dann würde ich sagen, schlafen und speichern wir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge beenden wir dann jetzt nämlich auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.